zu sehen. Schön. Die Dämonenschwinge hebt sich in die Lüfte und zieht dabei die Spur aus wilden Bluttropfen hinter sich her. Ich dachte, wir haben das Ding erschlagen. Warum fliegt das Ding noch? Der hat hier seinen Käsesäbel. Warum hat er dem nicht einen Flügel abgehackt? Ich denke, das Ding ist genau vor dem gelandet. Ja, wir sind schon ein twerverischer Held. Gut. Das war ein Speer der Nekromanten. Da bin ich mir ganz sicher. Zu wem sagt er das bitte? Denkt er sich das jetzt nur, oder? Aha. Du hörst ein Schaben hinter dir und riechst eine... Was? Ach, richtest, nicht riechst. Du riechst deine Aufmerksamkeit. Ja, Angstfurz und so. Du richtest deine Aufmerksamkeit wieder auf das Dorf. Eine knochige Hand bricht aus dem Erdboden hervor und schiebt sich... Was? Schiebt sich das schwertschwingende Skelett... Ach, dann. Ja, man sollte vielleicht auch alles lesen. Das schwertschwingende Fall an der Oberfläche. Ich hatte recht. Es ist wirklich eine Invasion. Aha. Erst eine Made, dann eine komische Fledermaus, die es überlebt hat, weil er zu inkompetent war, dem Viech den Rest zu geben. Was noch schwächer war als die Made, wohl bemerkt. Und dann kommen Skelette aus dem Boden. Man sollte sich hier vielleicht nicht so einen arschgroßen Friedhof neben die Hütten bauen. Wäre vielleicht vorteilhaft. Gut, Invasion. Let's Fetz, Runde 3. Ja, Trevor hat Krachen. Jetzt haben wir auf einmal ganz viele Splitter, wir sind reich, wir haben ganz viele Diamanten. So, spiele eine Ressource von deiner Hand. Schauen wir mal. Starker Gegner, hat 8. Hat mehr als alle anderen beiden. Also nicht ganz zusammen, aber nah dran. Dir fehlen weniger Ressourcen, um andere Karten von deiner Hand auszuspielen, also beende deinen Zug. Beenden wir. Ah, Blutsplitter, wer hätte das gedacht? Er spielt was. Ja, wir lesen erstmal. Dein Gegner hat eine Einheit ausgespielt. In seinem nächsten Zug kann er dich damit angreifen. Er hätte das gedacht. Dämmerpirscher. Das ist... Nekromant. Einheit. Nekromant. Was ist ein Nekromant? Gut. Ja. Ich hätte jetzt was anderes erwartet, aber gut. Das ist immer. Und wir ziehen natürlich noch eine Diamantspitze. Um dich gegen den Dämonenpirscher zu verteidigen, brauchst du Einheiten. Zuerst weitere Diamantsplitter. Jawohl. Eine Schuhe Büffel. Jawohl, den kennen wir ja. Waren sie sparsam, geben sie uns immer dasselbe Viech auf die Starthand. Ist ja schön. Einheiten transportieren, sollst du nicht angreifen, das hatten wir schon. Verwenden dich angreifen, deines Gegners zu schützen. Ja, gut. Das werden wir auch gleich sehen. Wir blocken den dann eiskalt weg. Dein Gegner hat dich mit seiner Einheit angegriffen. Das hatten wir auch schon, nur andersrum. Einheiten können als Verteidiger eingesetzt werden, um Lebenspunkte zu schützen. Sehen wir uns einmal an, wie man den Einheiten blockt. Ja, sehen wir uns das an. Wir müssen es zwar selber machen, aber sehen wir uns das an. Klicke auf deinen sturen Büffel, um den Blocker auszuwählen. Klicke dann auf die Einheit, die du blocken möchtest. Wer hätte das gedacht? In diesem Fall den Dämonenpirscher. Zum Schluss musst du noch auf den Blockenknopf klicken, um deine Auswahl zu bestätigen. Ah ja. Jetzt haben wir den hier weggeblaut. Gut, bestätigen wir. Büffel gegen einen No-Man. Toll. Eine Einheit verteidigen, dann kommen sie aus einem Kampf zwischen... Ja, wer hätte das gedacht? Der greift an, ich blocke, es kommt ein Kampf zwischen den beiden Viechern. Oder den angreifen und verteidigenden Kreaturen. Individuen. Weil es sind ja nicht immer nur... Ja, gut. Ja. Höhere Angriffswerte, Verteidigungswerte, ganz klar. Unten rechts in der Ecke Einheitenkarte, Verteidigung, alleine Schaden. Ja, ist wie bei Magic. Das ist halt nicht nur die Verteidigung, sondern auch das Leben von deinem Viech, so im Endeffekt. Er greift mit 1 an, zieht uns hier 1 ab, wir greifen dann da zurück mit 2 an, beides gleichzeitig, also wie ganz normal UO-Kampf, wer die höchsten Angriffspunkte hat, ist hier nicht unbedingt entscheidend, so wie es bei Yu-Gi-Oh! Halt ist, sondern welche Lebenspunkte der Karte halt gerade aufgebrauchte sind. Die wird dann halt zerstört. Blocken, Dämmerpirscher, ja, wir fügen ihm 2 Schaden zu, er uns ein. Sturer Büffel, 1 Schaden, Dämonenpirscher, ja, unser Büffel hat 3, er macht 1, das heißt, unser Büffel hat noch 2 Leben.
Unser Büffel hat 2, er hat 1, das heißt, er hätte minus 1 Leben, sein Viech ist tot, weil es 0. Und drunter hat man ja auch schon Lebenspunkte. Wenn 0 und drunter, dann tot. So, wenn eine Karte zerstört wird, landet sie in der Krypta, also dem Friedhof des Champions. Auf den Knopf fortzufahren, Gefechtsschaden auszuteilen, also jetzt kämpfen, fight. Hier, 1, minus 1, also 2, minus 1, was die Scheiße, was war das denn? Dein Gegner hat eine weitere Einheit ausgespielt, Einheiten und Ressourcen können in den beiden Hauptphasen eines Zuges ausgespielt werden, sowohl vor als auch nach einem Angriff. Also, wahrscheinlich ist es hier ein bisschen andersrum, hier gibt es eine Standby-Phase, da werden die Ressourcen zurückgesetzt, dann eine Dwarf Phase, wo man sieht, Main Phase 1, Battle Phase haben wir gerade gesehen, Main Phase 2 ist er jetzt, ja, sehr normal, wenn man zumindest schon ein bisschen TCG-Erfahrung hat. Für wen das jetzt ganz neu ist, ist das Tutorial wahrscheinlich schon doch nicht unbedingt unpraktisch. Am Ende des Spielzuges heilen Einheiten automatisch. Ja, die gehen halt wieder auf ihre Standard-Dinger zurück, die sie vorher halt hatten. Wichtig ist, dass die eine so ausreichend Schaden zurück... Mhm, ja. Gut, den Schurobüffel halt sich nun wieder auf 3. Also um 1. Lasse sie im Zuge Angriff damit warten, Einheiten und Ressourcen auszuspielen. Aha, okay. Wir warten jetzt. Also ich greife jetzt erst an, so wie es erst gemacht hat. Gut. Sieh dir die gegebenen Einheiten an. Aha. Wenn du abwägst, ob sich der Angriff lohnt oder nicht, der Zombie der nächste Gegner besitzt Angriff, Verteidigung jeweils 2, blockt der Sturmbüffel, wird der Zombie zerstört, dein Büffel aber überlebt. Das ist, ja, das ist halt so ein Strategieaspekt, den es halt auch bei Magic hauptsächlich mit gab und den sie hier wahrscheinlich auch mit übernommen haben. Man kann seinen eigenen Charakter schützen, indem man halt einfach blockt. Entweder opfert man seine Kreatur oder Kreaturen oder ja, man hat halt ein stärkeres Viech und absorbiert den Angriff damit locker. Deine Einheit besitzt im Gefecht einen klaren Vorteil. Klicke auf den Stuhl Büffel, Angriffsziel anschließend angreifen. Dein Gegner hat sich dazu entschieden, deine Einheit nicht zu blocken. Clever, sonst verliert er sein Vieh. Das bedeutet, dass dein sturer Büffel dem gegnerischen Champion Schaden zufügt. 2 in dem Fall. Hilft. Das ist so ein bisschen wie bei Hearthstone teilweise auch, wo man halt auch seine Lebenspunkte hat, wo die Champions mit ihren Fähigkeiten... Jetzt, wo ich es gerade so sage, es ist doch... ziemlich stark. Es erinnert auch, es hat extrem gute Elemente von Hearthstone mit drin. Ich weiß nicht, ob die jetzt woanders vielleicht auch mitverwendet wurden, aber ich kenne halt nur Hearthstone. Und Magic. Ein bisschen. Mehr oder weniger. Hearthstone mehr. Aber gut. Angreifende Kreaturen erneut die Möglichkeit, Ressourcen und Karten auszuspielen. Diamantsplitter von deiner Hand. Jo, Diamantsplitter von der Hand. 3 Ressourcen haben wir jetzt. Priester des Lichts sollen wir spielen. Priesterin, meine ich. Sorry. Die sieht aber doch ziemlich maskulin aus. Ja, wenn... Hier, das ist so ein Effekt, den sie hat. Wenn diese Karte ausgespielt wird, erhältst du 2 Lebenspunkte. Beschwörungseffekt, so jetzt. So nach dem Motto... wenn du das Spezial beschworen hast, kannst du dir was vom Deck auf die Hand nehmen. So nach dem Motto. Yu-Gi-Oh! Relevanz. Gut, spielen wir die Bude. Mann, ist die laut. Haben wir gerade gesehen, wir hatten 22 vorher, ist um 2 hochgegangen. Viele Einheiten haben einen Effekt, den sie, wenn sie ausgespielt werden, diese Einheiten erhöhen ihre Lebenspunkte um 2. Also diese, nicht diese, ja. Gebracht wird, sie den Text einkreaturen, haben die Fähigkeiten zu erfahren. Ja, haben wir vorher schon gemacht, weil wir clever sind. Da steht, haben wir zu früh, Entschuldigung. So, gut gemacht, jetzt beende deinen Spielzug. Okay. Beende meinen Spielzug. Greift mit seinem Zombie an, getappt, du kannst nicht blocken, also der ist noch getappt, der kann halt also nicht blocken, weil er halt noch müde ist, keine Ahnung, erschöpft, fertig, Ende mit der Welt. So, der Zombie, da kann ich nichts machen, aber wir haben uns ja um 2 geheilt, das ist ja, du könntest mit deiner Priesterin blocken, allerdings könnte ich den seinen Monster nicht kaputt machen und unser Monster wäre danach zerstört, also nicht so geil.
Du besitzt noch genügend Lebenspunkte, sodass du dir erlauben kannst, 2 Schadenspunkte vom Zombie einzustecken. So schonst du auch deine Einheiten. Ja, wir sind halt sehr nett. Also überspringen wir den Block einfach mal. Das ist ja hervorragend. Wir haben uns um 2 geheilt. Er hat 2 Schaden gemacht. Wir sind wieder auf plus minus 0. Zu Beginn des Zuges werden alle deine getappten Einheiten bereit gemacht. Enttappt, könnte man auch sagen. Aber gut. Fortfahren. Wer hätte das gedacht? Wir ziehen einen Rubinsplitter, den wir für den roten Fuchs brauchen, den wir haben. Der Fuchsbegleiter auf deiner Hand besitzt Schnelligkeit. Spielst du ihn von einer Angriffsphase aus, kann er in diesem Spiel zugleich angreifen. Spiele einen Rubinsplitter und anschließend den Fuchsbegleiter. Ich frage mich, wer uns das Tutorial erklärt, weil das klingt jetzt so ein bisschen, als wenn uns die Gegner daran sagen, was wir machen sollen. Fuchsbegleiter, nochmal nachgucken. Schnelligkeit, jawohl. Aha. Das macht das Fenster ein bisschen nutzlos, wenn wir einfach nur mit der Maus rübergehen sollen. Diese kann er angreifen und jetzt sofort noch. Aha. Ja, gut. Weg. Spielen. Wir haben einen Fuchsbegleiter. Jeder Champion besitzt eine einzigartige Fähigkeit, in der er in der Schlacht zieht. Ja, so ein bisschen wie bei Hearthstone mit den ganzen unterschiedlichen Klassen, die es da halt gibt. Die sogenannten Champion-Fähigkeiten hier sieht von deinen Champion-Fähigkeiten gleich neben deinem Charakter. Aha. Ja, hier. Standard. Das ist ja schön. 4. Also, wir brauchen 4 Diamant-Ressourcen. Ein Schwellenwert von 4 Diamanten. Dann können wir Einheiten erhalten. In diesem Zug plus 1, plus 1. Also Angriff und Verteidigung geht um 1 hoch. Schön. Ihre Champion-Fähigkeiten erscheinen Kosten, Auswirkungen. 12er Fans Champion-Fähigkeit. Warum sagt er nicht deine? Gut. Benötigt einen Diamant-Schwellenwert von 1 und kostet 4 Aufladungen. Warum 1? Ach so. Ach, das ist so angezeigt, dass es. Ich dachte, das ist Diamanten Doppelpunkt 4 heißt 4 Diamanten als Schwellenwert. Aber gut. Ja, sieht man mal, ist schon eine ganze Weile her. So Kleinigkeiten sind da nicht hängen geblieben. Gut, Diamantschwellenwert von 1, kosten 4. Ist jetzt nicht so der Hit, um ehrlich zu sein. Du erhältst in jedem Aufladung ein. Du erhältst jedes Mal eine Aufladung, wenn du eine normale Ressource ausspielst. Wenn deine Champion-Fähigkeit einsetzt, werden die benötigten Aufladungen verbraucht. Also gibt es für jede ausgespielte Ressource nochmal zusätzlich Champion-Ressourcen oder was oder Aufladungen. Ja, es wird komplex. Es kann später auch richtig lustig werden. Da, ich schätze mal, vielleicht gibt es mehr als eine Fähigkeit. Weil könnte man doppelseitig stapeln und dann 4 hier zum Beispiel. Und dann könnte man aussuchen und das bringt schon einen ziemlich coolen Strategieteil mit rein. Wie gesagt, ich habe nur das Tutorial gemacht und da hast du nur die eine. Diese Champion-Fähigkeit oder die Angriff-Verteidigungspunkte enthalten 1. Klicke auf die Champion-Fähigkeit, um sie einzusetzen. Hä? Ich dachte. Habe ich mich verlesen? Ich dachte, es braucht einen Diamant-Schwellenwert von 1 und 4 Mana. Bei uns ist es jetzt aber genau andersrum. Wir haben 4 Mana und wahrscheinlich noch einen Diamanten übrig. Aber gut. Gut gemacht. Du kannst deine Champion-Fähigkeiten nur einmal je Zug einsetzen. Um sie erneut einzusetzen, musst du mehrere Aufladungen generieren. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Power. Die einzige Einheit, die ein Gegner besitzt, ist getappt. Der kann nicht blocken. Wundervoll. Wir können bloß knüppeln. Einheiten anschließend auf deinen Angreifen-Knopf, um deinen Gegner anzugreifen. Er hat 6. Und wir machen 7 Schaden. Das ist jetzt. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Wir machen es trotzdem tot. Ja. Du wirfst dich nach vorne und schlägst mit voller Wucht auf den knochigen Angreifer. Ja. Sehr schön, wie er hier seine Hand seinen anderen Arm in der Hand hat, wo das Schwert in der Hand ist. Ja, dieses Skelett ist sehr hochintelligent. Zurück in den Grab, Ungeheuer! Wie melodramatisch er doch sein kann. So. Tyrael sagt uns, wir haben gewonnen. Einheiten verursachen Schaden, wenn sie angreifen oder blocken. Getappte Einheiten können nicht blocken.
Achso, ja, Zusammenfassung, ne? Übrigens, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, ist ja nicht die erste. Karten können entweder vor oder nach dem Angriff ausgespielt werden, Main Phases. Champion-Fähigkeiten können verwendet werden, indem genügend Aufladung durch das Ausspielen von Ressourcen erhält. Das muss ich mir nochmal genau angucken.